Ja, das sah richtig aus. Ralf, los, Jordis. Wo ist Jordis denn schon wieder? Ein Schleicherbeschützer. Oh, jetzt kommt da auch noch ein Drache dazu, oder wie ist das? Oh, das ist jetzt sehr unsexy. Da, friss mal. So. Jordis, was machst du denn hier? Scheiße. Ach, komm. Boah, könnt ihr vielleicht jetzt mal dieses Viech töten, hä? Wow. So, Schleicherbeschützer. Schwupp. Ja, die wird sich jetzt wieder Mirak holen, die Seele. Aber komm. Scheiß drauf, den Drachen schnell umzubringen. Lohnt sich. So, Drachenknochen schuppen, Granatstein. Ah, die Rieklinge sind wieder da, um mir zu helfen. Ich gebe euch Deckung. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. So, sonstiges. Nee, ich möchte dir ganz gerne geben. Okay. Geht ihr voran? Ah, okay. Mirak hat sich nicht mal geklaut. Was ist denn da los? Ralf weg. Wir sollten jetzt auf unser Schiff zurückkehren. Dann mach das mal. So, damit wäre der Wasserstein ebenfalls aktiviert. So, damit haben wir alle. So, die letzte Einfahrt. Ach so, ja. Zu Crescius Carellius müssen wir noch in die Mine zurück. Diener wieder Willen, erstatte Nelot Bericht. Todesmal benutze die Todesmal-Schatzkarte, um den Schatz zu finden. Wenn ich der Karte folge, kann ich vielleicht den Rest des Schatzes bergen. Okay. Keine Ahnung. Kriege ich da einen Questmarker dafür? Nee. So ein Scheiß. Naja, jetzt erstmal nach Rabenfest zurück. Erstatten wir dem guten Crescius mal Bericht. Ich hoffe, ich bin bald Stufe 58. Lange dauert es ja nicht mehr. Illusionsmagie muss ich ja wieder ein bisschen nebenher noch mitskillen. Durch die Macht des Schlachtrüststeins kannst du mehr tragen und wirst durch deine Rüstung nicht verlangsamt. Das klingt auf jeden Fall mal gut. Da danke ich auch für den Tipp, der mir da gegeben wurde an der Stelle. So. Schwupp, das mal weggesteckt. Jetzt fängt es schon wieder mit diesem Ruckeln an. Es geht mir auf die Nüsse. Also richtig. Jetzt bin ich gespannt, ob wir dem das Schwert überlassen müssen oder ob wir das behalten dürfen. Also ich bestehe jetzt nicht unbedingt darauf, es zu behalten. Es ist nicht sonderlich stark und den magischen Effekt hat man nur gebraucht, um die Tür zu öffnen. Also, ich würde da eher drauf stehen, wenn wir nochmal so eine Nordaxt, so eine
die passend zu der Rüstung ist, jetzt in die Hände bekommen würden, weil dann würde ich ganz gerne auch mal ein bisschen zweihändig kämpfen, also in jeder Hand eine Waffe. Yeah. So, wo ist denn der Gurde jetzt eigentlich? Hä? Ich dachte, der ist hier drinnen. Mein Gott, jetzt habe ich euch den Ladebildschirm umsonst aufgebürdet. Das war ja die Klinge hier, wartet mal. Alte Nordspitzhacke, genau die hier war das. Die Blutskaldenklinge. So eine Zweihandwaffe. Genau, wenn man die so eingesetzt hat, dann hat die eben so Blitze. Wenn man einen schweren Angriff gemacht hat, hat die eben diese Blitze da abgefeuert. Diese roten. Die haben eben diese Türen geöffnet. Ich weiß, ich erkläre euch das jetzt alles und ihr wisst es, als wäre es gestern gewesen. Es war wahrscheinlich auch gestern, als ihr dann den Part gesehen habt, wo dieses Rätsel eben vorkam. Aber für mich ist das jetzt schon wieder 2 Wochen her, weil ich nehme immer ein bisschen so im Voraus auf. Weil ich zurzeit eh sehr, sehr schlecht hinterherkomme, muss ich dazu gestehen. Weil ich mache ja nebenher, versuche ich auch noch ein bisschen, dass ich euch Shogun liefern kann. Aber ja, 3 Sachen sind halt viel. Aber ich möchte halt der Vollständigkeit halber Shogun irgendwie mal, ja, dann nochmal zu einem Ende bringen. So, ihm geben wir jetzt mal seine Spitzhacke, das weiß ich nämlich noch, der wollte die haben. Lova Mallory heiße ich. Ihr habt den alten Crescius also endlich gefunden, wie? Merkwürdiger Kerl, nicht wahr? Ja, schon. Wisst ihr was? Da ihr euch deswegen so viele Umstände gemacht habt, behaltet sie einfach. Warum das? Ich wollte den alten Knacker nur daran erinnern, dass man den Leuten nicht einfach die Sachen klauen kann. Ihr habt die Sachen überbracht, damit bin ich schon sehr zufrieden. Die Spitzhacke hat mir all die Jahre nichts gebracht. Vielleicht könnt ihr ja etwas damit anfangen. Und was? Super. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Das muss man hier nicht mehr machen. Wir sind nicht mehr im Morrowind. Ah, hier drin ist der kleine Schelm. Kleine Schelm ist wohl ein Wiederpost. Oder er schläft noch. Weiß auch, soll es dann irgendwie immer so aussehen, als wäre es Nacht. Ihr seid zurück. Dann sagt mir doch bitte, was ihr herausgefunden habt. Ihr hattet die ganze Zeit recht, Crescius. Lasst mich mal sehen. Ha, wusste ich's doch. Gratian starb gar nicht durch einen Steinschlag. Das war nur ein Märchen, um die Leute von den Gräbern fernzuhalten. Ja, ja. Jetzt, da ich sein Tagebuch habe, kann ich die Sache mit der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu einem Ende bringen. Sie werden für ihre Lügen bezahlen. Viel Glück. Ich danke euch. Ja, bitte. Ich glaube, ich schulde euch für all eure Arbeit ein bisschen mehr als nur Dankbarkeit. Ja, hier, Kohle. Es ist zwar nicht viel, aber das Beste, was ein alter Bergmann im Ruhestand tun kann. Ja, 750 Gold ist vollkommen in Ordnung. Die Klinge durften wir behalten. Die wird bald meine Wand zieren in Haus Helljahren, für alle, die dies noch nicht gesehen haben. Da reisen wir jetzt nämlich hin. Auf Morrowinds Festland sind gezähmte Netsch keine Seltenheit. Wilde Netsch wurden zuerst vor mehreren Jahrzehnten auf Solstheim gesichtet. Vielleicht lockte sie die vertraute Vegetation der südlichen Aschlande an. Die sehen ja witzig aus. Meist von Nord in Himmelsrand glaubten die Drachen wären nur eine Legende. Bis jetzt. Haben wir ihnen mal nonchalant das Gegenteil bewiesen. Dann können wir unser liebes Töchterlein wieder besuchen. Können mal fragen, wie es da geht. Gegen die langen Ladebildschirme kann ich leider immer noch nichts machen. Aber die wartet nur ab, ist seetüchtig und bereit, bis ich den neuen PC habe. Dann, meine Lieben, dann wird alles anders. Auch für euch. So, schwupp, einmal zum Häuschen gereist. Weil ich bin auch lange Ladezeiten leid. Ich habe jetzt erstmal wieder, habe ich mal meine PS2 wieder ausgegraben und mir mal wieder GTA Vice City reingezogen. Richtig geiles Spiel übrigens. Und der Ladebildschirm, den man da am Anfang bei der PS2 hat, bis man überhaupt mal ins Spiel kommt, oder weil da gibt es ja kein wirkliches Hauptmenü, der startet ja direkt und lädt dann euren letzten Spielstand oder fängt eben ein neues Spiel an. Und der Ladebildschirm, hey, in der Zwischenzeit kann ich mir was zu essen machen, kann ich mir was zu trinken machen und kann ich aufs Klo gehen. Das ist der Wahnsinn. Das dauert, glaube ich, fast, keine Ahnung, 3 oder 4 Minuten. Also, das ist schon... Hallo Kuh? Eine Geisterkuh. Naja. So,
So, was, wir überspringen die Ladebildschirme jetzt einfach easy. Ich hole euch dann einfach immer hinzu, wenn der Ladebildschirm vorbei ist, solange es jetzt noch so ist. Wie gesagt, beim neuen PC wird es anders werden. Ja, trautes Heim. Aber warum trage ich jetzt auf einmal zu viel? Ihr seid wieder zu Hause. Ja, Sophie. Schaut mal, was ich gefunden habe. Hier ist für euch. Okay, und was? Haha, sehr schön. Die Blutskaldenklinge und das Wabajak hängen da jetzt so schön hinter dem Zauberbrecher. Ja, was hat die mir jetzt gegeben? Papa. Warte mal. Ja? Lass uns was spielen. Geh nach draußen zum Spielen. Mir gefällt es. Ja, Papa. Braucht ihr etwas, Papa? Ja, meine Ruhe. Vor dir. Nee, Spaß. Ich mag ja Kinder. So, jetzt werde ich erstmal meine ganzen Alchemiezutaten wieder ablegen. Die ja keine Ahnung, wie viel mittlerweile schon wiegen. Also insgesamt, was in dem Beutel ist, weil ich habe das Ganze ja von Briesenheim hierher transferiert und das ist keine Ahnung. Also bin ich ein paar Mal hin und her gelaufen, bis ich alle Alchemiezutaten drüben hatte. So. Was machst du neben meinem Bett, Uriella? Ich mag das Fell nicht. So. Halsketten, Bekleidung, so. Genau, die Chitin-Sachen. So, das und das nicht. Und das auch nicht. Das. Den wollte ich ja auch mal ablegen. Ring des Führers. Ring des Führers. Todesmalhelm. Der ist richtig cool. Ermöglicht Wasseratmen. Rüstungswert um 100 Punkte erhöht. Und eine komplette Todesmalrüstung, wenn eine komplette Todesmalrüstung getragen wird. Und Zakrisos habe ich noch. Genau, ja, Blitzresistenz und Blitzzauberschaden um 25. Da habe ich ja einige coole Sachen bekommen. So. Bekleidung. So, die ganz sicher behalte ich nicht. So, Chitin. Armschienen, Helm. Rüstung, Stiefel. Dunmerkleidung. Handschuhe mal rein, die kann man nämlich immer verzaubern. Und die Sachen auch. Beziehungsweise, ich glaube, das andere habe ich immer hier drin gelagert. Diese Masken. Ach Gott, das ist immer dieses Listeninventar. Das ist was, das gibt mir so richtig... Was ist das denn? Ah, das ist die Kultistenrobe. Expertenrobe der Beschwörung. Eine Kultistenrobe. Jetzt habe ich schon drei von diesen Chitin-Rüstungen. Eine reicht auch. Wollen wir wieder ein bisschen ausmisten hier. Ich meine, man muss ja nicht alles mit sich rumschleifen. So, Lederrüstung... Handschuhe lasse ich drin, Stiefel brauchen wir auch keine zwei, Handschuhe auch nicht. So, den Lederhelm, den verkaufe ich jetzt auch mal oder verschenke ihn, keine Ahnung. Masken brauchen wir auch nicht, zwei. So, dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Bekleidung. Expertenrobe. Ne, halt. Ich wollte hier eigentlich nur Zakrisos reintun. So, dann holen wir uns mal unseren Schwarzmarkthändler wieder. Ups. Scheiße. Nein, jetzt habe ich alles durcheinander geschrien. Ja, sieht doch fast aus wie neu. Wo ist er denn? Na gut, dass ich nicht Fustro da geschrien habe. So, da, Schwarzmarkt. Was habe ich jetzt hier unten durcheinander geschrien? Teller. Wo stand der vorher? Es ist eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tage. Ja, wird schon passen. So sehen wir uns wieder. Grüß dich. So sehen wir uns. Lasst uns handeln. Natürlich. So, Waffen. So, diese alte Nordspitzhacke. Keine Ahnung, wofür man die braucht. Weg damit. Braucht keine alte Sau. Beziehungsweise halt mal. Ich glaube, die braucht man, um diese neuen Sachen abzubauen. Kann das sein? So, das brauche ich nicht mehr. Ach Gott, dann kaufe ich sie mir halt wieder zurück. Oh! Ja. Gut, ich habe es verkackt. Jetzt muss ich den Preis dafür bezahlen.
So, das habe ich auf jeden Fall schon 100-fach, das weiß ich. Außerdem habe ich es mir ja eh wieder reingeholt. So. Ja, das... Ah, süßes Reich des Vergessens. Schon bald werde ich zurückkehren. Wo ist denn Jordas eigentlich? Soll ich auf unerbittliche Macht umsteigen? Jordas! Where are...